Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mount & Blade Warband. Ja, hier dieser gute Graf Erik, der möchte sich mit uns kabbeln, er ist uns am Folgen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht werden wir einfach so langsam, dass er uns einholen kann. Unsere Truppe ist zwar nicht die stärkste, aber seine auch nicht. Und es steht, sieht gut für uns aus, dass wir das gewinnen können. Unsere zahlenmäßige Überlegenheit sollte uns helfen. Und mit etwas Glück, ein bisschen Geschick bei der Taktik. Und dann haut er ab. Na, so nicht, mein Freund. Wir wollten uns doch glatt in die Falle locken. Ja, schade. Ich hätte mich gefreut über ein kleines Tänzchen mit ihm. Das hätten wir wunderbar gewinnen können. So, jetzt müssen wir erstmal die Truppen zählen. Was haben wir verloren? Bogenschützen. 8, 9, 14, 16. Ja, Mai. 16 Bogenschützen. Oder Fernkämpfer. Ja, das ist wurscht. Da hat sich unser Marschall beschwert, dass wir uns nicht mehr bei ihm gemeldet haben. Da hätte er sich doch erstmal in Bewegung setzen sollen und nicht ungefähr dreiviertel Jahr warten müssen, dass er nichts tut. Bei uns wachsen nämlich die Ressourcen genannt Militär nicht nach. Wir müssen tatsächlich rekrutieren. Was wir jetzt leider wieder machen müssen nach den letzten Fluchtaktionen, die wir vornehmen mussten. Aber wir konnten uns einfach nicht mit den ganzen balgen. Das hätte nicht gut ausgesehen für uns. Unsere Truppe ist nicht weit genug ausgebildet und gewesen und zahlenmäßig waren wir dazu noch unterlegen. Das hätte alles keinen Sinn gehabt. Auf nach Dumar. Ah, er kümmert sich endlich mal um ein paar von diesen Plünderern. Es wird aber auch Zeit, dass Gebirgsbanditen und Plünderer ausgeschaltet werden. Die sind richtig, richtig nervig, wenn man mal wieder ganz geschwächt ist. Und zahlenmäßig sind die so überlegen, dass man sich nicht nur mehr selbst um die kümmern kann, sondern dass man tatsächlich eine Truppe braucht und bessere Ausrüstung, manchmal auch etwas mehr Geduld für den Kampf. Aber man will da in dem Moment gar nicht solche Kämpfe machen, man will eigentlich wieder schnell in den Sattel, seine Armee aufrüsten und erneut sich an den Feinden rächen, die einen besiegt haben. Ach, die wollen jetzt wieder keine Soldaten abgeben. Das ist Cäsar, da sind wir unbeliebt. Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so hinzufahren. Es sei denn, wir würden für den Bauern, der da, also für den Dorfältesten, der da lebt, ein paar wohlige Taten vollbringen. Dann könnte man sich nochmal lohnenswerter sehen lassen, aber vorher eher nicht. Wir werden wieder sehr langsam besser. Das stört mich ein wenig. Ich glaube, wir brauchen selber mal wieder ein paar Stufen. Und vor allem die brauchen ein paar Stufen, wenn sie die Ausbildung mit betreiben wollen oder sollen. Er ist zum Beispiel kein Ausbilder, das ist auch nicht seine Aufgabe. Armbrustschütze. Er hat die Stärke für die Armbrust, die er führt. Das ist in Ordnung. Den werden wir noch in Konstruktionskünsten steigern. Deshalb braucht er ein paar Punkte auf Intelligenz. Und die überbleibenden Punkte... könnten wir ihn tatsächlich in Ausbildung stecken. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt, dass unsere Leute so schlecht oder so langsam ausgebildet werden. Uns fehlen noch zwei von unseren Gefolgsleuten.
drei von unseren Gefolgsleuten. Die müssten wir irgendwann auch wieder einkaufen. Suchen, finden, wie auch immer. Dafür mal in der Schenke nach ein Reisender. Ein Reisender ist schon mal ein guter Anfang. Ach, wir haben vier Leute, die uns abhanden gekommen sind. Nara. Katrin ist in Ishamur. Er ist in Kudan. Und Tulga. Oh, Kinder. Warum alle in den anderen Ecken, wo ich nicht hin, nicht bin, nicht in der Nähe bin? Das ist nicht fair. Oh, Samt ist günstig, nehmen wir mit. Können wir 200 Dinare pro Ballen verdienen bei dem Preis? Ja, Fisch nehmen wir auch mal mit. Nur zur Ernährung. Ich brauche wieder Körner. Ich werde jetzt Körner sammeln gehen, bevor der Auftrag von unserem Dorf auch noch abgeblasen wird. Apropos Dorf, da könnten wir zuerst mal vorbeischauen und fragen, wie viele von denen mit uns mitreiten wollen. Wir hätten noch ein paar Plätze frei, so wie es aussieht. Und so wie es aussieht, werden wir unsere Kameraden so schnell nicht wiederfinden. Also alle ja querfeldein, irgendwo am anderen Ende des Reiches sozusagen vor sich hin dümpeln. Und ich nicht die Möglichkeit habe, sie einfach so einzusammeln. Zwei? Im Ernst? Das ist enttäuschend. Und wir verlieren gerade eine Burg. Fünfzig, 100, 200, 300 Leute gegen 300 Leute gegen 130. Schade, wir verlieren unser Dorf. Wir können uns nämlich nicht mit jenen messen. Und die Burg werden wir wahrscheinlich auch verlieren. Also wir jetzt nicht direkt, aber wenn die Burg weg ist, ist unser Dorf weg und damit ist die Unterhaltung eigentlich schon geführt. Dann wird das gut, dass wir kein Geld reingesteckt haben in das Dorf, nur ein bisschen Arbeit für Aufträge zu erfüllen. Zwadien war Fußvolk, genau, Reiterei am Schluss, richtig. Jungs, ihr müsst euch mehr um die Ausbildung kümmern. Die Frage ist, ob wir hier im Sultanat... Na, der hat versucht, uns hier aufzulauern. Ob wir im Sultanat Truppen anwerben können. Ich weiß nicht, ob ich für das Dorf schon irgendwas getan habe, zum Beispiel Banditen verscheucht oder irgend sowas. Wäre schön. Nein, anscheinend noch nicht. Also können wir... Oh, günstig Brot, das nehme ich mit. Können wir hier niemanden anwerben? Versuchen wir es hier in... Ja, Liebe.
Da könnten wir rechtzeitig ankommen. Perfekt. So, auf in den Kampf. Wie gehabt, Truppen Aufstellung nehmen. Mich bitte durchlassen. Er zieht sich hinter unsere Truppen zurück. Das ist mein Freund. Und ganz schön viel Reiterei. Und die Armbrust verkümmert auf dem Weg beim Schuss. Das ist nicht so prickelnd. Ich habe tatsächlich das Pferd am Kopf getroffen. Ich habe gar nicht auf das arme Pferd gezielt. Aber das ist tough, es hat das weggesteckt, ohne weiteres, ohne zu zucken oder so. So, jetzt habe ich wenigstens einen Reiter getroffen. Macht doch gleich viel mehr Spaß. Oh, Bogenschütze. Ich glaube, mein Stoßarm oder Schlagarm ist in dem Fall zu kurz. Irgendwie bleibt der Erfolg für mich ein bisschen aus. Unsere Truppen machen ihren Job gut, aber ich lungere hier ein bisschen rum und verfehle jeden Schlag. So, und... Na also. Auch ich war erfolgreich in dieser Schlacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ich habe nicht aufgepasst, wie viele Verluste wir dabei gemacht haben. Ein Verwundeter, das kann ich noch aushalten. Jawohl, dem haben wir es gezeigt, dem Schwein. Sehr gut. Aber du hast ihn wieder entkommen lassen. Junge, Junge, du musst mal deinen Job besser machen. Wenn ich seine Truppen besiege, hast du zumindest dafür zu sorgen, dass er gefangen bleibt, wenn er besiegt wurde. Gut, der Kampf ist gewonnen. Wir wollten nochmal genau in Jalibe rein. Und am besten vor dem Gegner, damit wir rekrutieren können und Körner kaufen. Damit er was zu erbeuten hat, lassen wir auch ein bisschen was von dem Quatsch hier drin. Sehr schön. Und versuchen es im nächsten Dorf. Ist schon riskant, im Feindesland rumzureiten und dort seine Truppen zu rekrutieren. Aber es bringt mich auf den besten Weg zu, naja, meinen Leuten. Körner, die muss ich auf jeden Fall haben. Ja, das war's auch schon. Ulun. Ne, Uhun. Burg Uhun, da könnten wir eigentlich auch mal auftauchen. Oder auch nicht, schade.
Hätte gedacht, da sie das frisch erobert zu haben scheinen, können wir uns da mal umschauen und gucken, ob wir vielleicht kurzerhand die Burg zurückerobern können oder für uns erobern können. Aber wenn da so ein hunderter Trupp von den Swadianern oder von den Swadiens auf dem Weg dorthin ist, machen wir es nicht. Jetzt haben wir Frieden. Jetzt. Sultanat. Im Sultanat können wir noch ein bisschen Ärger machen, wenn wir den hier wieder. Mir fehlen Bogenschützen und Armbrustschützen, ne? Richtig? 8, 17, 22. Ja, dann werden die hier ab jetzt auch Scharmützler und dann Armbrustschützen und derartiges. So. Ja, ist schneller als wir. Da machen wir uns nichts vor. Da, den kriegen wir nicht. Landsknecht, Reisender, Reisender. Fragen wir den Reisenden doch nochmal nach unseren Leuten. Nara, Katrin ist in Ishamur. Udan und Tulga. Ah, nein! Das Korn brauche ich doch noch. Das kannst du haben. So, was hast du für mich? Korn. Teures Korn. Ganz viel davon. Nehme ich eins mit, dann hätte ich 7 Korn. Zur Not muss ich später nochmal eins kaufen. Waffe, leichte Armbrust, Meisterarbeit? Nein? Schade. Schade, schade, schade. So, dann geht der Flug mal über die Karte los. Nara, Tulga, Ishamur und Kudan. Alle in dem Winkel. Also möglichst weit von dem Ort weg, wo wir aufgemischt wurden. ja. Was soll ich dazu noch sagen? Mir fehlen die Worte. So, wir brauchen noch ganz viele Erfahrungspunkte bis zur nächsten Stufe. Haben zumindest genug Ernährung dabei. Die andere Frage ist, das Dorf ist sogar noch uns. Also können wir den Auftrag für das Dorf gar noch vollführen. Und von daher lohnt es sich halt immer noch Körner zu sammeln, bis wir zurückfahren zu unserem Dorf und die dann ernähren und dann ist alles gut, alles so, wie wir es haben wollen. Unser Volk jubelt uns zu, günstige Körner nehmen wir mit. Gut, wer auch immer in Nara noch sitzt, wird dort bleiben müssen. Kann dir leider nicht helfen. Die Frage ist ja jetzt, schön, dass der König wieder ein Fest feiert in Yelkala. Hilft mir persönlich nicht weiter, ich bin viel zu weit weg. Noch ein Körnchen.
Ja, ich würde sagen, zuerst Ishamur. Obwohl, das ist Quatsch, weil Houdun ist kurz aufgescrollt hier in der Nähe. Das heißt zuerst Tulga. Tulga, Ishamur, Houdun. Vielleicht können wir drei von denen einsammeln, bevor sie wieder das Nest wechseln und mich wieder durch das halbe Land reisen lassen, um sie aufzuspüren. Unsere Leute werden auch besser und besser. Nur ein bisschen zu langsam. Reiterei. Ihr. Ja, Heiland. Ich muss doch irgendwann mal diese ganzen Soldaten loswerden, die mir quasi auf der Futtertasche liegen, die ich gefangen habe. Also spielintern machen sie natürlich keinen Unterschied, aber ich muss ja technisch gesehen ja doch schon durchfüttern. Wer gemacht? Oh, da ist einer. Okay, ihn können wir freikaufen für 600 Dinare. Gott sei Dank ist er noch schlecht und schwach und kostet deshalb nicht so viel. Und ansonsten darf er sein Säckelchen mal rausholen. Sein Geldsäckelchen, nicht dass wieder irgendjemand das falsch versteht. Und kann uns bezahlen. So, circa 2000 Dinare für die Gefangenen, grob geschätzt. Das kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Nein, halt, wir bleiben noch kurz drin und wollen noch über den Markt schlendern. Vielleicht können wir das eine oder andere an günstigen Salz zum Beispiel einkaufen. Gewürze. Die nehme ich mit. Und das Salz auch. Und. Wie, das war's schon? Ihr und eure teuren Lebensmittel. Na gut. Lasse ich euch nochmal durchgehen. Sonst habe ich nachher kein Geld, um die anderen freizukaufen. Jalen ist jetzt noch nicht direkt bei uns. Wohlgemerkt, er ist. Der Händler ist jetzt halt dabei, ihn freizukaufen und für uns zur Verfügung zu stellen. Irgendwann wird er uns schon finden. Wir hinterlassen halt immer wieder Nachrichten für ihn, wo wir hin auf dem Weg sind, wo er uns dann erreichen kann, wenn er dort war. Zum Beispiel, wenn er jetzt in Tulga eintrifft. Wird mir sagen, ja, Schnellmarsch Richtung Ishamur. Dort sind sie dann hingereist. Na, hoffen wir doch mal, dass er uns dann irgendwann auch findet. Ich nehme noch einen Kohlkopf mit. So. Und für Salz geben die richtig Geld aus. Das hat sich eigentlich schon gelohnt. Das hier ist ein ganz, ganz toller Bogen, wenn man das gelernt hat. Der ist echt gut. Aber ich glaube, ich nehme mal das mit. Weil mit der Stange habe ich ja eindeutig gezeigt, dass ich nicht so erfolgreich bin. Nehmen wir die große Baddish mit. Die schwere Ausführung. Hat einen Bonus gegen Schilde. Das heißt, wir können recht schnell Schilde zerstören, wenn wir auf die draufhauen. Geht es mal auszuprobieren, wie effektiv die Waffe dann tatsächlich ist.
Aber sie hat einen ordentlichen Schadenswert von Schwingschaden 52. Da geht doch was. Hoffe ich zumindest. Zu teuer. Schade. Bessere St halt, wo wir schon gerade in Ichamur sind, wollten wir doch noch in der Schenke vorbeischauen. Du, kannst du uns sagen, wo? Nein? Ah, super. Ich hab's geahnt. All unsere Kameraden sind wahrscheinlich schon wieder weitergezogen. Wenn wir jetzt auch machen müssen, einmal nach Kudun. Ja, und wenn wir in Kudun angekommen sind, werden wir hoffentlich entweder einen unserer Leute finden oder einen Reisenden finden, der uns erzählen kann. Ach ja, die habe ich gesehen. Befindet sich dort und der ist dorthin unterwegs und der wollte dahin gehen. Schließlich fehlen mir alles in allem noch drei weitere Kameraden, die die ihren Job noch machen wollten. Einer davon ist zum Beispiel meine Truppen auszubilden, damit das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht. So. So, noch mehr Reiterei. Also Reiterei ist schon was Tolles, vor allem die swardische schwere Reiterei, diese Ritter. Wenn die irgendwo zuhauen, da fallen die Gegner schon mal reihenweise um. Aber irgendwie habe ich nicht so das Glück mit den Leuten. Krieg die gar nicht so hoch ausgebildet. Oh, das mal Gewürzpreis. Ich habe die anderen Gewürze für viel zu wenig verkauft. Furchtbar. Oh, der Fleisch, davon haben wir gar nicht so viel. Das nehmen wir mal mit. Fisch, Brot, Korn, alles nicht nötig. Felle haben einen guten Preis. Die nehme ich auch mit. Ja. Waffen. Nein. Wollte noch kurz in der Schenke nachschauen. Ich vergesse das immer wieder, wenn ich gerade so am Rausklicken bin. Ich hoffe, dass er oben steht. Ich bezweifle es zwar. Wir haben so lange gebraucht mit dem Weg entlang reiten, dass alle gemeint haben, sie müssen sich wieder ein neues Versteck suchen. Da ja jeder vor irgendwem oder für irgendwas in dieser Welt am Fliehen ist. Na gut. Dann machen wir mal einen kleinen Einkaufsbummel oben durch Rivaschek. Einfach nur, um die vielen Truppen, die wir haben, auch zu refinanzieren. Weil. Da ist er. Einer ist zurückgekommen, einen, den wir freikaufen konnten. Ich werde mal ganz schnell an seine Position setzen. So, da oben hin. Sprich, ich, meine Kommandanten sozusagen und dann die Truppen. Auch wenn manche von den Truppen wesentlich kampfstärker sind als unsere Kommandanten. Aber die haben halt das Sagen. Haben halt ihre Fähigkeiten, mit denen sie sich halt immer beweisen. Rekrutieren wir noch ein bisschen. Nicht zu viel, weil sonst haben wir keinen Platz mehr für unsere Leute. Oh, wir werden vielleicht besser hierhin reiten. Ah, nee, das lohnt sich nicht. Das lohnt nicht. Da oben ist geplündert worden. Brauchen wir gar nicht hinzufahren. Ah, knapp 2000 plus, obwohl die dabei gekommen sind, also unsere Armee wird wieder teurer.
Einerseits gut, andererseits... Mäh. Teuer ist nicht so toll. Und wenn sie teuer werden, ist es halt einfach gut, dann wissen wir, dass unsere Soldaten endlich wieder was taugen. Teures Eisen, teure Fische, teures Werkzeug, kein Geld. Und die Felle, die ich denen verkaufen könnte, die haben die selber billiger. Irgendwie ist da der Wurm drin, oder? Dann rauf nach Vrivashek. Vielleicht haben die ja wieder Interesse an meinen teuren Fellen. Und mit etwas Glück ist einer von unseren Leuten da. Zusätzlich noch ein Reisender. Oh, der kommt von hier. Schaut, der Felsen von Rivashek. Die stärkste Festung ganz Kalradias. Mein Vater war einer der Kämpfer, die hier die Stellung gegen die Nordmänner hielten. Als sie zum ersten Mal versuchten, die Küste aus von der Küste aus ins Landesinnere zu stoßen. Ja, erzählt mir mehr. Wenn ihr mehr wissen wollt, einfach kurz Pause drücken. Wir spielen dann mal weiter. Wunderbar. Geschichte gehört. Seine Lebensgeschichte. Naja, nicht ganz. Ein Gelage, dem wir uns anschließen können. Wir könnten auch bis zum nächsten Morgen warten. Da können wir noch ein Turnier versuchen zu kämpfen. Das... Ach nein. Banditen im Dorf und ich weiß nicht mehr, wo sie sind. Und je mehr Schaden die mir in der Zwischenzeit zu... umso weniger Chancen habe ich später im Turnier. Das ist auch doof. So, das war das. Da sollte man vielleicht nicht gerade direkt vor dem Gegner machen. Die Waffe neu spannen. Ach komm, hier gibt's was auf die Mütze. Wir probieren unseren neuen Säbel aus. Also unsere Badisch. Oh, das war ein Schlag mit 55 Schaden. Also das ist doch schon mal ordentlich. So, nochmal auf den Markt gehen. Waren handeln. Möchten die Felle auch nicht. Aber Rohseide. Guck einer an, was da die Rohseidepreise sagen. Hier die bearbeiteten Sachen auch. Ich habe keine Wurst mehr. Gut, da ist ein ganzen Haufen Geld schon wieder weg. Ah, hier die Langbadische ist auch ganz lustig, aber A, ist sie zu schwer für uns. Und ja, dass sie extra Schaden mit Stoß, ganz wenig Stoßschaden hat, das gefällt mir persönlich gar nicht. Da muss man richtig ordentlich drauf zureiten, um den Gegner zu zerhackschnipseln. Nicht so toll. Gut, aber keine leichte Armbrustmeisterarbeit und keine Belagerungsarmbrustmeisterarbeit. Also haben sie nichts Interessantes für uns zum Verkaufen. Ein kleiner Besuch in der Schenke. Ein Reisender. Du, bitte erzähl uns doch mal, wo Katrin ist. Vrivashek, da sind wir hin auf dem Weg. Können wir abholen. Sargot, das ist auch nicht schlecht. Na super. Kleti ist in Durkuba. Kleti, tut mir leid, dich werde ich so schnell nicht abholen.
Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Wir werden aber hier warten. Dum-di-dum-di-dum, auf den nächsten Morgen. So, es ist morgen. Verlass das Ganze kurz, speicher ab und wir sehen dann in der nächsten Folge ein kleines Turnier. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.